JTFO Tennis seht ihr bei Hauptstadt Sport TV. JTFO hat Tradition beim Tennisclub 1899 Blau-Weiß Berlin. Seit 28 Jahren wird auf 24 Plätzen der Anlage das Bundesfinale des weltweit größten Schulsportwettbewerbs ausgetragen. Hier hat schon Anke Huber gespielt und Niki Pilic gecoacht. Und auch heute noch genießt der Tennisnachwuchs das besondere Flair der Anlage. Die Kinder fühlen sich hier wohl. Es ist ein Erlebnis für die Kinder, als Landessieger in die Hauptstadt zu kommen und dann auf solchen tollen Anlagen zu spielen. Wie gesagt, das ist seit 1989 im Standardprogramm von Jugend trainiert für Olympia. Und seit jeher trennt sich am ersten Wettkampftag die Spreu vom Weizen. Die Berlinerinnen von der John F. Kennedy Schule sind leider eher Spreu. Ihre Gegnerinnen vom Saarbrücker Gymnasium am Roten Bühl dagegen definitiv Weizen. Allen voran die 13-jährige Sarah Müller, die es unbedingt einmal in die Weltspitze schaffen will und, wie ihr Trainer Björn Behles weiß, auch kann. Ist in ihrem Alter deutschlandweit die Nummer 1, ist inzwischen in den höchsten Förderstufen im Deutschen Tennisbund und wir legen relativ große Hoffnungen in sie, wobei man aber ganz klar sagen muss, dass wir versuchen, Sarah behutsam aufzubauen und die Schule auch nicht zu kurz kommen zu lassen. Ein guter Ansatz, aber um fehlende Bodenhaftung scheint man sich bei der sympathischen Schülerin vom TuS Neunkirchen auch nicht sorgen zu müssen. Es macht auf jeden Fall Spaß, mit der Gruppe hier bei Jugend trainiert mitzuspielen. Es ist immer ein schönes Erlebnis und ich spiele immer wieder gerne hier. Was nicht verwundert, bei einer der schönsten Tennisanlagen Deutschlands. In Malibu.